Wunderschönen guten Abend und willkommen zum heutigen Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass wir wieder hier zusammen einen Termin haben und Sie auch live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Bevor ich den Bildschirm an Carsten übergebe, wie immer kurz den Risikohinweis besprechen an der Stelle, da dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Das kennen Sie mittlerweile. Alles, was hier besprochen wird oder gezeigt wird, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? So, dann, lieber Carsten, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und auch wie immer wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson, für die immer wieder nette Ankündigung. Ich werde mir jetzt noch den Bildschirm aussuchen. Nehmen wir den. Das sieht besser aus. Okay, perfekt. Okay, dann herzlich willkommen zu diesem Webinar jetzt im Februar, das zweite dieses Jahres. Und vorweg möchte ich schon mal sagen, ich möchte mich bedanken für die zahlreichen Zuschriften, die mich im Verlauf des Monats immer wieder erreichen. Und das ermutigt mich natürlich weiterzumachen, genau in diesem Sinne, weil es scheint auf ein, sage ich mal, interessiertes Publikum zu treffen und einen Mehrwert zu bieten. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Für mich selbst ist es eigentlich ein ausführlicher Arbeitsschritt, den ich euch darlege, den ich jetzt natürlich ausführlicher mache, als ich den in der Tagesablauf mache. Es geht bei mir natürlich viel schneller, weil ich muss ja hier die Dinge beschreiben und erklären. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, wenn man Dinge erklärt. Das steht immer so, wenn man einem anderen das erklärt, verfestigt sich das selbst nochmal für einen. Also wenn ihr etwas aufnehmt, dann erklärt es doch jemanden anderen Trader vielleicht und dann merkt ihr, wo es eventuell noch hakt und wo ihr noch Wissenslücken habt. Also von daher immer Fragen und deshalb habe ich mir die Fragen hier schon rausgeholt. Das heißt, schreibt in den Fragenbereich einfach rein, was euch am Herzen liegt und dann werde ich diese Frage auch beantworten. Ansonsten wird das Webinar wie immer natürlich aufgezeichnet und ihr könnt das dann auch noch ganz gemütlich angucken. Okay, dann fangen wir mal an. Dem Risikohinweis von Nelson habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass ich eventuell das ein oder andere Finanzinstrument vorstelle, mich dazu äußere, dass ich vielleicht sogar gekauft habe oder jemand aus meiner Familie oder der mir nahesteht. Und deshalb müsst ihr daran denken, dass es einen Interessenskonflikt dort geben könnte. So, kurz zu meiner Person. Ich bin Carsten Berger, 55, komme aus einer ganz anderen Branche als aus dem, sage ich mal, Bankensektor. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt gelernter, war 30 Jahre fast bei der Berliner Polizei im Einsatz, zum Schluss bei einer Spezialeinheit. Habe schon mit 17 angefangen, mich fürs Geld zu interessieren und das hat mich nie losgelassen und habe meinen großen Traum erreicht, sage ich mal, dass ich halt jetzt in der Lage bin, Trader zu coachen, Vorträge zu halten, mein eigenes Geld zu verwalten. Und das bereitet mir natürlich sehr, sehr viel Freude. Und ich freue mich natürlich, wenn ich etwas Wissen an euch weitergeben kann. Was lernst du in diesem Webinar? Tja, das ist zum einen einen wirklich strukturierten Workflow, das heißt den Arbeitsablauf, den man immer wieder zutage legen sollte, wenn man an das Handeln mit Wertpapieren herangeht. Ich weiß von vielen und auch aus vielen Coachings, dass es oft impulsgesteuert ist. Also man nimmt eine Nachricht auf oder man sieht am Abend, man kommt von der Arbeit. Ich mache das ja, früher habe ich das auch nebenberuflich gemacht. Neben dem Coaching mache ich das jetzt noch. Aber letztendlich kommt man von der Arbeit, schaut auf seinen Bildschirm oder in die Nachricht und sagt, Mensch, der DAX ist um 6% gestiegen an 2 Tagen oder einer Woche und man war nicht dabei. Ja, und dann kriegt man vielleicht einen Impuls und sagt, ich muss jetzt irgendwas kaufen. Ja, und dann kauft man vielleicht eine Bayer-Aktie, nur damit man irgendwie dabei ist. So, und dann wartet man irgendwann bis auf die nächste Nachricht und man hangelt sich von einer Nachricht zur Nachricht. Und ich habe im Laufe meiner Zeit mit den Wertpapieren zu handeln festgestellt, dass ich mich gerne isoliere von Nachrichten. Also ich reduziere im Endeffekt das, was ich an Nachrichten aufnehme. Jetzt sagen viele, na, dann ist man halt gar nicht informiert und weiß gar nicht, was los ist. Man muss die Nachrichten beachten, die eine Reaktion im Markt hervorbringen können. In welche Richtung die dann geht, kann ich nicht vorhersagen, auch nicht mit irgendeiner Chartsoftware. Also das entscheidet
im Endeffekt andere höher, sage ich mal, dotierte Leute, die da halt dann eventuell Aktien kaufen und die steigen oder fallen. Da ist für mein Volumen nicht, sage ich mal, verantwortlich für. Und deshalb muss ich wissen, zum Beispiel, wann sind welche Termine, die Auswirkungen auf so einen Markt haben. Ja? Also wenn die FED oder die EZB was bekannt gibt, dann kann das eine Auswirkung auf den Markt haben. In welche Richtung der nachher geht, weiß ich nicht. Also als End-of-Day-Händler, das heißt, wenn der Markt geschlossen ist, treffe ich meine Entscheidung, habe ich da im Endeffekt wenig Zugriff. Das ist eher was für den Intraday-Handel, wo man dann schnell rein und schnell raus kann. Das muss ich wissen, weil wenn ich dann am Tag davor unbedingt mehrere Positionen in den Markt aufnehmen möchte, dann stecke ich mir das vielleicht und lasse das lieber sein. Wichtig ist im Endeffekt zu wissen, das habe ich abgehakt. Ich weiß, wann was im Markt passiert und dann kann ich mich so ein bisschen darauf einstellen. Und genauso schaue ich mir auch Unternehmensnachrichten an, aber nur, wann diese sind. Ja, denn egal, welcher Inhalt da drin steht, ob Bayer super Zahlen gebracht hat oder schlechte Zahlen, der Markt interpretiert das ja sowieso für sich. Und wenn ich sage, die Nachricht war positiv und der Markt fällt, dann habe ich schon eine gewisse Voreinstellung zum Markt und deshalb mache ich das nicht. Ja. Ich will nur wissen, da ist was und passt diese Aktie zur Nachricht dann eventuell noch in mein System hinein, das eine Perle zu finden. Und dabei ist ausschlaggebend, gibt es ein Signal und eine News ist natürlich super, aber letztendlich zählt mir das, ist mir das Signal wichtiger als irgendein News-Trading. Also von daher, strukturierten Workflow zu haben, ist Punkt Nummer eins, was euch das Leben im Endeffekt leichter macht. Dann lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, um zu sagen, einen Chart richtig zu bewerten. Was ist denn richtig? Also richtig ist für mich, wenn ich mir einen Chart anschaue und sage, okay, ich habe die und die Option, das könnte im Markt passieren mit der Aktie und so werde ich dann vorgehen und so viel Geld werde ich dann einsetzen und so viel Risiko werde ich dann eingehen. Und diese Fragen sind zu beantworten, bevor ich so einen Trade eingehe. Wie groß sind meine Chancen, dass ich da hinkomme zu meinem Ziel? Ja, das nenne ich als einen Chart richtig bewerten. Nicht vorauszusagen, wo was hingeht. Das weiß ich nicht. Und natürlich strategisches Vorgehen, wenn ich eine Position habe. Was mache ich dann? Wo könnte dann eine Gegenreaktion im Markt passieren? Die muss nicht erfolgen, aber wo könnte sie passieren? Wie reagiere ich darauf? Oder ist mir das egal? Warte ich einfach ab? Oder treffe ich Vorkehrungen dafür, dass mir eventueller Gewinn wieder zum Beispiel weggenommen wird? Was vielen markttechnischen Tradern ja oft passiert, dass sie dann, sage ich mal, einen Teil von dem großen Gewinn, der da war, wieder abgeben. Ja. Ich glaube, das sind einige Tipps, die euch da weiterhelfen. Okay, die Zeichnung kennt nun schon jeder. Das ist aber der Workflow, den ich immer mache. Und ihr solltet euch immer ein Timing zum Beispiel über die Indizes hereinholen. Und das bedeutet, die Märkte, die ich besonders beobachte, sind der amerikanische Markt und der deutsche Markt. Einfach weil da der Zugang relativ einfach ist. Die Börsen, ich schon relativ gut kenne. Man kann natürlich auch in Indien handeln. Auch das würde zum Beispiel über FX Flat und der TWS natürlich funktionieren. Aber ich muss ja irgendwo Charts herbekommen und so weiter. Deswegen ist der deutsche Markt, den mag ich besonders gerne, und der amerikanische dafür besser geeignet. Und ich schaue mir immer jeden Tag die Indizes an, um zu wissen, ist jetzt die Zeit, wo ich mich an den Rechner setzen muss und mal zu gucken, welche Branche ist top. Und welche Aktien aus dieser Branche möchte ich gerne besitzen, wenn der nächste Schub wieder in Richtung nach oben kommt oder so. Dafür ist es wichtig, dieses anzuschauen. Das dauert doch nicht ganz lange. Man kann das relativ schnell über die Bühne kriegen, weil wenn der Index schon relativ steil gestiegen ist, dann gibt es kaum noch Aktien, die aus der Korrektur kommen. Und damit erhöht sich im Endeffekt unser Depotrisiko, wenn wir da einsteigen mit Aktien, die relativ stark gestiegen sind, schon ohne Korrektur, dass diese dann mal irgendwann korrigieren. Und das brauche ich nicht. Ich will ja aus der Korrektur einsteigen. Und ich entscheide, welcher Index ist denn der Index, der besser funktioniert, welcher Markt als der andere. Also schon entscheidend, ob ich im TecDAX in Deutschland unterwegs bin oder im Nasdaq. Und TecDAX war in der letzten Zeit besser und MDAX als der amerikanische Markt. Also wer nur auf Amerika gesetzt hat, hat da einiges liegen lassen mit Sicherheit. In Deutschland war es einfacher. Also damit Geld zu verdienen.
Wie gesagt, wenn ich den Index schon mal bestimmt habe, meinetwegen, ich sage, es ist Amerika, Nasdaq vielleicht eher technologiebehaftet, dann schaue ich mir an, welche Branche ist das denn? Ist es eine Biotech-Branche, die am Nasdaq, an der Nasdaq gehandelt wird, oder ist es zum Beispiel rein der Technologieindex? Und genauso wie ich beim Index sage, Mensch, ist der in der Korrektur oder ist der stark angestiegen, mache ich das Gleiche mit der Branche. Es ist also einmal gelernt, kein Unterschied. Macht immer das Gleiche. Und das wird euch auch nicht verwundern, wenn man in den nächsten Schritt geht und die Aktie dafür finden sollte, dass man dann genau das Gleiche macht. Ist die Aktie schon stark gestiegen, dann kommt sie vielleicht in die Watchlist. Finde ich sie in der Korrektur, dann wird sie für mich immer interessanter. Ja, der nächste Move, der nächste Anstieg ist das, was ich im Endeffekt möchte. Das zeige ich euch dann auch im Chart. Okay, wer Fragen hat, kann das immer reinlegen. Der Sven sagt, ich bin kein Berliner, aber doch, ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin in Berlin-Tempelhof geboren, bin bloß ausgewandert nach Brandenburg, 13 Kilometer südlich von Berlin. Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Tool, was ich benutze. Das ist zum einen, das sind zwei Tools. Also einmal brauche ich eine Chart-Software. Da kann man im Endeffekt alles benutzen. Da gibt es ja im Internet genug. Was Volumen anzeigt und normale Kerzen zum Beispiel, so Candlesticks. Und ich benutze noch den Trade Scanner, der im Endeffekt die Sache für mich ein bisschen einfacher macht. Okay, dann zeige ich euch das mal. So, wir fangen jetzt mal an mit der normalen Analyse von den Indizes, weil dann versteht ihr im Endeffekt, was gefordert ist. Also den ersten Schritt quasi. Der erste Schritt ist, wie gesagt, dass ich mir Indizes anschaue. Wir sehen hier Nasdaq. Ja, und ich habe in diesem Fall ist es der Algina Trader. Den benutze ich. Das, wie gesagt, kann auch eine andere Software sein. Ihr könnt die zum Beispiel nach einem bestimmten Ranking ablegen. Zum Beispiel, wie viel Wochenperformance oder am besten, wie viel Monatsperformance hat so ein Chart gehabt. Das steht hier zum Beispiel. Ja, ich habe noch einen anderen Code da drin. Das ist aber egal. Das ist bei mir die Trenddynamik. Ja, das kommt aber fast genauso hin. Und dann sortiere ich die nach dieser Trenddynamik absteigend. Und das heißt, da, wo oben die höchste Zahl steht, ist die meiste Dynamik. Das ist im Endeffekt genau das Ähnliche wie mit dem prozentualen Gewinn. Muss aber nicht immer sein. Aber kommt dem schon nahe. So könnt ihr auch arbeiten, weil es interessieren eigentlich nur die ersten 5, 6 stark steigenden Märkte. Oben steht Bitcoin, interessiert mich nicht. Ich habe keine Ahnung von Bitcoin. Ich gucke mir immer nur den Chart an und kann nachvollziehen, was der im Endeffekt tut oder nicht und wie man darauf reagieren könnte. Aber mich interessieren ja nur Aktienmärkte. So, wir fangen an mit dem Index und danach schauen wir uns mal die einzelnen Indizes an, Deutsch und Amerika, und dann die entsprechenden Ableitungen daraus. Und jetzt schauen wir uns die Nasdaq an und was sehen wir im Endeffekt? Machen wir hier diese schönen blauen Linien raus, die können wir nachher noch gebrauchen. Die Frage ist, wenn wir heute am Rechner sitzen, das ist ja jetzt heute live, das ist die aktuell tickende Kerze hier, was machen wir? So, ist die Frage, ist es eine Möglichkeit, in den Markt hineinzugehen zum Beispiel? Das muss ich mich fragen. Wenn ich jetzt an der Seite stehe und keine Aktien habe, dann kann es ja möglich sein, dass der ein oder andere für euch eine Position hat. Also gibt es ja verschiedene Blickwinkel und ich habe manchmal beide Blickwinkel logischerweise, weil ich habe Positionen oder ich will neue aufnehmen. Und was ich mich jetzt natürlich erstmal frage ist, was kann ich als Potenzial erwarten bei der Nasdaq? Und wo kann der Markt zum Beispiel eine Reaktion zeigen? Das werdet ihr im Ende relativ schnell erkennen. Diese rote Linie hier, die ergibt sich im Endeffekt aus diesen beiden Umkehren. Das kann man auch sehen, wenn man die Software nicht hat. Das erleichtert es mir nur, dass hier im Endeffekt so eine Art Widerstand ist. Der kehrt ganz gerne um bei fast 13.000 Punkten. Ist auch eine glatte Zahl. Hier kann also eine Marktreaktion erfolgen. So, wenn ich also heute die Entscheidung gefällt habe, ich will in den Markt gehen, dann muss ich mir die Frage stellen, wie viel kann ich denn da verdienen ungefähr? Und wann kann es wieder zu einer Reaktion kommen? Jetzt kann ich hier so ein Messer ansetzen, aber ich kann es auch visuell im Endeffekt leicht erkennen. Der Markt kann jetzt hier, wenn ich über diesen Hoch jetzt kaufe, meinetwegen, 1,96%, fast 2%, sage ich mal, relativ frei erwirtschaften, ohne dass er auf eine Reaktion stößt. Da oben könnte es dann schon ein bisschen dünn werden und der Markt könnte ja wieder
drehen. Das heißt, wäre nicht so unheimlich viel. Ne? Bedeutet, ich muss im Endeffekt eine Strategie haben, was ich tun will, wenn ich jetzt Nasdaq unbedingt als den Wert Nummer 1 betrachten würde. Das werden wir gleich sehen im Vergleich zum anderen Markt, zum Beispiel den TechDAX oder so. Also Potenzial abschätzen ist wichtig. So, und als nächstes gucke ich mir dann an, was hat er denn gemacht? Wie stark ist denn seine Basis? Also einmal finde ich hier schon mal gut, dass er nicht bis ans Hoch schon mal hinangelaufen ist. Das heißt, wir haben ja wenigstens noch ein bisschen Potenzial. Wie könnte ich darauf reagieren? Ich reagiere darauf, indem ich, wenn ich eine Aktie finden sollte über die Branche, dort ein Target hinsetze, meinetwegen in diesem Bereich. Ja, wenn die Nasdaq dort hineinläuft und die Aktie macht das eventuell, sieht eventuell vom Chart genauso aus, es kann ja sein, dass ich halt dann, wenn ein Widerstandsbereich davor liegt, einen Teil verkaufe, weil ich halt nicht am selben Tag dann hier oben anpieken möchte und da unten wieder schließen möchte. Ja, das kann ja passieren, das ist schon einmal passiert, das ist da oben auch schon mal passiert, dass der Markt hochgelaufen hat, dann wirklich alles abverkauft. Und wenn man hier erst den Tag eingestiegen ist, dann ist, sage ich mal, schon relativ viel verloren. Ne? Von daher einen Teilverkauf machen, um einen Gewinn zu sichern und natürlich mit einem Stop zu arbeiten. Wo würde ich diesen Stop sinnvollerweise setzen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal aggressiv, dass ich wirklich sage, wenn ich jetzt hier reingehe und die wäre jetzt geschlossen, die Kerze, weil ich handle ja nur, wenn der Markt zu ist. Die tickt ja ab und zu noch. Ihr habt gesehen, die ist jetzt rot. Die war vorher grün. Der Markt, jetzt ist sie wieder grün. Wenn das jetzt Marktende wäre, dann würde ich den Stop relativ stark hier ransetzen. Und mir sagen, okay, geht der Markt auch runter, dann muss ich mir spätestens dann meine Position, die ich auch mit so einem Alarm versehe, letztendlich anschauen. Also im Moment eine beschränkte Situation und vielleicht findet man einen besseren Markt. Was sieht man da noch beim Nasdaq? Dass er ausgebrochen ist, nicht lange gehalten hat, wieder zurückgekommen ist und auf dieser Unterstützung gelandet ist. Ne? Das war auch mal ein Widerstand, dann ging er drüber, dann kam wieder zurück. Und vor zwei Tagen oder anderthalb Tagen war eigentlich der Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt einzusteigen, und zwar bei dieser Kerze. Warum? Weil wir hatten ja den Ausbruch, wir kommen zurück und landet dann auf dieser Unterstützung, macht ein neues Tief hier unten und bildet dann den Tag darauf eine ziemlich starke Kerze. Für meinen Geschmack schon ein bisschen zu doll gestiegen, weil natürlich dann auch wieder der Abstand geringer wird nach oben. Ja, kleinere Kerzen sind besser, aber man kann sich das nicht aussuchen. Und dann wäre diese Kerze hier an dem Tag die Kerze gewesen, wo ich dann letztendlich nach Aktien suche und nach Branchen suche, die dort einiges an Potenzial hoffentlich bereithalten und eventuell so einen ähnlichen Chart haben. Also die stärkere Branche, die auch aus der Korrektur kommt. Je später das wird und je näher man rankommt an dieses Hoch, desto weniger interessant ist es dann. Weil wenn jetzt hier die Kerze hier oben steht, dann habe ich ja noch weniger Potenzial logischerweise und dann komme ich so ein bisschen in den Bereich des Ausbruchshändlers. Und Ausbruchshandel tut oft weh. Warum? Also ich zeige es euch mal hier. Wer hier versucht hat, so einen Ausbruch zu handeln an der Linie, der wurde also auch schon relativ oft abbestraft. Ja. Auch hier das Hoch wurde abbestraft. Zack, runter. Hier das Hoch wurde wieder abbestraft. Meine Erfahrungen sind, egal auf welcher Zeitebene, Ausbrüche müssen, und das ist ganz wichtig, mit bestimmten qualitativ aufwertenden Merkmalen vollzogen werden. Aber auch dann gehöre ich meistens zu denen, die dann einzahlen. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Ich möchte lieber aus einer Korrektur handeln. Und zwar, das ist die dynamische Aufwärtsbewegung, die gibt es überall, egal in welcher Trendform. Und egal, ob ein Trend besteht oder nicht, achtet auf so einen dynamischen Anstieg. Es ist nur ein Teilsegment. Wenn das noch in einem Trend ist, umso besser. Ja, aber es muss nicht sein. So, das ist der dynamische Anstieg. Ich mache das mal jetzt hier grün, dann seht ihr das. Dynamischer Anstieg und dann kommt hier so die Korrektur nach unten. So. Und in dieser Korrektur warte ich dann auf eine Umkehr. Das kann entweder so eine starke grüne Kerze sein oder ein Umkehrstab. Jetzt wird mich einer fragen, was ist ein Umkehrstab? So ein Ding hier zum Beispiel. Haben wir noch irgendwo einen da hängen? Ja, das ist jetzt im Moment einer, der kann sich aber noch ändern.
Und wenn der in der Korrektur ist, dann habe ich eine gute Chance, hier raus zu kaufen. Und dann will ich hier oben, das habe ich hier oben gezeigt, einen Teil schon verkaufen. Also hier schon. Ja, und wenn der Markt dann dreht, dann bin ich mit einem Teilgewinn draußen. Und wenn ich den Stop nachziehe, was je nach Aggressivität durchgeführt wird, aber mindestens bin ich hier Break-Even und bin dann mit dem Teilgewinn rausgegangen. Jetzt werden viele sagen, Mensch, dann hast du einen Teilgewinn verkauft, dann hast du nie die volle Position drin. Ja, aber ich bin so viel sicherer, weil ich oft von der Statistik her dieses erste Target erreiche. Und wenn der Markt mir mehr gibt, wenn er wirklich durchgeht, dann wird dieses zur Unterstützung und das Niveau verlasse ich dann aus dieser Korrektur heraus. Und dann habe ich einen Teilgewinn eingefahren und was der Markt danach macht, das weiß ich nicht. Das nehme ich oder der fliegt halt dann raus, ist egal. Aber ich habe das gleiche Szenario bei allen Einstiegen und bei allen Trades und von daher ist die Strategie festgelegt. Ja. So, jetzt haben wir das bewertet. Jetzt ist ja mal die Frage, was dort noch an anderen Indizes für uns bereitsteht. Schauen wir uns mal den TecDAX dazu an, also den deutschen Markt. Carsten? Ja? Vielleicht kannst du noch die letzte Frage, die reingekommen ist, noch kurz beantworten, weil das passte gerade zu deinen Aussagen. Wie viel Prozent ist ein Teil? Achso, also den ich verkaufe. Das ist variabel bei mir, aber es sind in der Regel 50%. Also ich mache es auch nicht fest. Man muss sich vorstellen, wenn der Gesamtmarkt stark ist, also wie wir es in der vor längerer Zeit, vor 2 Jahren gesehen an der Nasdaq, wo das Ding nur nach oben ging, ne? Wegen den Krediten der ganzen Zentralbanken und so weiter und so fort, dann war das eigentlich ein Buy the Dip, also kommt runter in der Korrektur und dann ging das immer so weiter. Wenn ich aber viele Anläufe habe und der Markt wieder seitwärts läuft, wieder versucht nach oben zu schieben, dann ist das ein etwas unsicherer Markt, dann gebe ich auch etwas 75%. Also das ist Bauchgefühl. Aber wenn man 50% gibt, ist das schon genial und dann im Endeffekt auf Break-Even nachschiebt, dann hat man eigentlich relativ ruhig schlafen. Ja, ob der Markt dann da runter geht oder nicht, ob der Stop enger dran sein muss, genau auf dem Tief, ob der ein paar Ticks weiter unten sein muss, das ist statistisch gesehen völlig egal. Also man kann da Tests machen ohne Ende. Es gibt keinen ATR-Bereich, also Schwankungsbereich, der optimal ist, wo man nie ausgestoppt wird. Also man kriegt ja das eine nicht ohne das andere. Ne? Ich habe bloß festgestellt, dass ich, wenn ich einen Teilgewinn mitnehme, dass das für meine Equity-Kurve wesentlich entspannter ist und wesentlich ruhiger ist und ich auch viel schneller in den Markt reingehe. Wenn ich mir ein Target setze, was 4- bis 5-fach von meinem Risiko entfernt oben sitzt, dann weiß ich nie, ob es auch erreicht wird. Für mich ist eigentlich immer wichtig, dass das Target auch relativ zeitnah ist und je weiter das weg liegt, je mehr Performance ich erwarte, da weiß ich gar nicht, ob der Markt da hinkommt. Ja? Und Einstiegsmöglichkeiten gibt es ja auch, wie gesagt, immer wieder. Ja? So, TecDAX, was haben wir hier? Wir haben fast eine ähnliche Situation, das ist ja auch nicht verwunderlich wie bei der Nasdaq. Ja? Sieht man ja auch hier haben wir so einen Widerstand. Der Unterschied hierzu ist einfach, dass wir hier nur so eine einfache Umkehr haben. Ja? Bei 3.400. Das ist schon mal so ein Niveau, wo eine Reaktion erfolgen kann, wo der Markt auf jeden Fall so ein bisschen in Stottern kommen könnte. Das bedeutet, hier muss ich im Endeffekt aufpassen, kann man sich auch einen Alarm reinsetzen, wenn man jetzt eine TecDAX-Aktie kauft. Kann man ja mal reingucken auch. Das ist interessant. Dann habe ich hier den Messer. Ich kann das ungefähr abschätzen. Dann wird das da bei 2,5 bis 2 im Endeffekt fast wie bei der Nasdaq. Nee, kaum ein Unterschied. Ja. In dem Sinne. Und was zählt noch dazu zu den Kriterien, was wichtig ist? Also wichtig ist zum Beispiel das Volumen. Da habe ich auch mal gefragt, also was guckst du denn noch hin? Wir haben ja so eine Riesenkerze, die geht nach oben. Und wir haben bei diesem Ausbruch nach oben, da schaut man mal unten aufs Volumen, das könnt ihr euch reinlegen überall. Das ist dieses erhöhte Volumen, das ist deutlich höher als das, was davor im Endeffekt so im Durchschnitt stattgefunden hat. Das bedeutet, das nenne ich sogenannte Volumenunterstützung. Ja, das ist im Endeffekt hier am Tief interessant. Und der Markt könnte, wenn nicht alle hier reingekommen sind, hier wieder innerhalb der Korrektur anfangen, wieder Stärke aufzubauen. Was macht er hier so ein bisschen? Könnte auch nochmal hier zurückkommen. Ob der nun wirklich zurückkommt bis dahin, das weiß ich nicht. Aber für mich ist es relativ beruhigend, wenn erhöhtes Volumen unter mir liegt. Ja,
Das heißt, unter meinem möglichen Einstieg. Das ist wie so eine Unterstützung im Endeffekt. Die wird immer wieder so angetriggert. Und das könnte eventuell eine Umkehr sein. Und von daher, das ist ein Punkt gewesen, wo ich nach Tech-Aktien gesucht habe. Ja. Hier oben kann man das auch noch machen. Es wird aber schon ein bisschen dünner. Und was mich ein bisschen kritisch stimmt, ist natürlich auch, und das sieht man hier, wir haben so einen Umkehrstab in die andere Richtung. Da ist der Markt stark angestiegen. Das war gestern und ist im Endeffekt wieder in seinen, ja, unter seinen Eröffnungsbereich zurückgefallen. Das ist nicht ein besonders positives Signal. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Deswegen ist es da schon recht dünn. Schauen wir mal auf den SDAX. Das ist ein kleinerer deutscher Wert. Da sieht er schon anders aus. Den finde ich recht positiv. Warum? TecDAX und MDAX haben im deutschen Markt relativ stark performt und der SDAX ist etwas zurückgeblieben in der Zeit, er ist etwas seitwärts gegangen. Er hat zwar auch seine Zeit gehabt, wo er richtig abgegangen ist, da war in den amerikanischen Märkten kaum was zu holen, da war Deutschland vorne. Wenn ich jetzt entscheiden muss, dann wäre dieser Tag für mich der bessere gewesen, weil ich bin ja hier oben schon dran und bin letztendlich ein Ausbruchstrader. Ich versuche dann hier über diesem Hoch zu kaufen. Und weiß nicht, ob der Markt es macht. Auch der hat ja schon eins, zweimal gedreht, dreimal da. Und das einfach zu erkennen, zu sagen, naja, wenn ich hier nicht drin war, bei dieser kleinen Umkehr, wo ich ja auch ein geringes Risiko habe, ne, da drüber, über dem Hoch bei der Kerze, vielleicht da unter dem Tief ein Stop, dann möchte ich da im Endeffekt auch nicht mehr mitspielen und hätte hier im Endeffekt schon den Einstieg und könnte dort eventuell gar schon Teilgewinn mitnehmen, wenn er etwas höher geht. Von daher, den finde ich nicht schlecht, weil das Potenzial, und da muss man zuhören, ja, jetzt etwas höher ist noch als, also 1%, das sind immer 50% mehr als bei der Nasdaq und beim TecDAX höher sind. Und so gehe ich an die Märkte ran und beurteile, ob ich da überhaupt was machen muss in dieser Marktsituation. Das heißt, aus der Korrektur ist man in der Regel besser dran. Klar weiß man nicht immer, wie tief die geht, aber wenn hier so eine Tageskorrektur, es gibt eine Umkehr, dann habe ich hier eine Chance drauf. Ja, das wird ein Plus-Minus-Ding werden. Aber hier bei dem Umkehrstab, das war schon nicht schlechter. Ob der Markt denn in der Regel dann so eine Rallye hinlegt, das weiß ich nicht. Aber das Setup bleibt fast immer das gleiche. Ja, das heißt, vorher einen ansteigenden dynamischen Markt und eine Korrektur. Ja, mit einer Umkehr in Form einer Umkehrkerze. Oder einer Kerze, die relativ nah an ihrem Hochkurs schließt. Das sind so die einzelnen Elemente dazu. Oft gibt es auch noch ein Gap, so eine Kurslücke. Sieht man hier minimal. Ja. Es gibt auch größere Kurslücken. Das ist hier zwischen dem Hochkurs und dem Tiefskurs dieser Kerze ist jetzt Minimum. Ja. Das ist jetzt nicht groß zu sehen, aber es gibt auch größere Gaps. So haben wir hier eins, da oben zum Beispiel. Sowas hier ist so eine Lücke. Und wie ihr seht, im retrograden Fall oder danach sieht man, wie der Markt immer wieder an dieser Zone, auch wieder in dieses Gap hineinläuft und dort Reaktionen zeigt. Das kann ich mir zunutze machen. Ne? Deswegen immer auf sowas achten, auf Volumen, Volumenerhöhung an Kerzen, dabei die Hoch- und Tiefbereiche der Kerze beachten. Gaps, Kurslücken, super dafür. Dynamischer Anstieg und Umkehrstäbe mit oder Power Bars, so genannt, die am Hoch schließen. Das sind die Elemente, die ich mir anschaue und damit auch das Potenzial abzuschätzen, also Widerstand und Unterstützung. Wer sich das anschauen möchte, kann es diese Elemente kostenfrei sich angucken bei mir auf meinem YouTube-Channel. Zeige ich nachher noch, darf ich es nicht vergessen. Das sind jeweils 5 Minuten Videos, die das nochmal verdeutlichen. Okay, nächste Etage, DAX. Ja, DAX ist natürlich des deutschen Index-Liebling. Jetzt nicht erschrecken, dass hier so viele blaue Linien drin sind. Das benutze ich für mein Intraday-Projekt, was ich im Moment habe. Und von daher sind diese Linien relevant. Aber letztendlich ist es für den DAX nur relevant. Der hat nämlich im Moment so richtig gar keinen Widerstand mehr. Und zwar geht das im Endeffekt hier bis 16.300. Wo er hier zweimal abgeprallt ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier im DAX sind, wir haben auch wieder, wenn man als Ausbruchstrader handeln möchte, stellen wir vor, ihr habt hier diese Seitwärtsphase gehabt und seid hier, habt euch entschieden, hier reinzugehen, habt hier einen Kurs bekommen, dann ist das super. Aber im Endeffekt ist noch nicht so wirklich viel bei rausgekommen.
Effektiver ist sowas immer aus der Korrektur. Das ist hier zum Beispiel. Ja. Oder wenn ihr eine Korrektur habt, hier zum Beispiel. Selbst wenn es dann nach einer Seitwärtsphase wird, hier vielleicht rausfliegt, ist es sinnvoller, immer aus der Korrektur zu kommen und diese Range mitzunehmen, die vielleicht angetriggert wird. Ja. Meine Empfehlung. DAX ist im Moment schwierig. Hier eine Umkehr bei 16.500 hat Potenzial, aber ist nicht in der Korrektur. Das heißt, wir sind zu nah dran. Ich habe langfristig Potenzial. Was will ich vom DAX sehen? Das könnt ihr nachvollziehen. Ihr geht raus und macht wieder einen Rücksetzer. So, und dann ist diese Rückwärtsphase dann nochmal eine Chance, in die alten 16.000er Bereich zu gehen. Dann würde ich DAX-Handeln, Aktien halt bevorzugen. Ne? MDAX, der Star ist abgerutscht, der war vorher auf Platz 2 im Monat. Man sieht das ja auch, wie das Ding abging. Und bis zum 2. Februar, da war dann der Ausverkauf letztendlich am Top. Wer hier den Ausbruch gehandelt hat und hat nicht verkauft, der ist jetzt schon im Minus. Und ja, was kann man jetzt erwarten? Ich mache hier mal die Zeichnung raus, finde ich auch mal spannend. Diese alle Objekte entfernen, das war's, genau. Den Rücklauf. Wir haben ja hier diesen Widerstand, der gut dann zur Unterstützung wurde und funktioniert hat. Da sind wir jetzt auch wieder dran an dem Niveau. Und von daher ist diese Zone spannend. Was fällt aber noch auf? Wir sind zum einen unter diesen 20er gefallen, was so ein kleiner Widerstandszone ist. Besser ist es immer, man bleibt da drüber. Ja, so wie hier zum Beispiel. Also da kann man sich einprägen im Auge, jetzt nochmal die letzte Chance und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann kommt dieser Einkauf schlechthin, den wahrscheinlich kaum einer mitgenommen hat, weil er so überraschend kam. Aber was haben wir jetzt hier? Wir haben im Endeffekt eine Umkehr, was macht das Volumen? Erhöhtes Volumen bei starken Abverkaufskerzen, so wie hier, die dann zum Kauf führten, der aber noch nicht unweigerlich oder unmittelbar zu so selbst erhöhten Volumen geführt hat. Das ist alles noch so ein bisschen auf einem Niveau. Ich möchte dann vielleicht eine Kaufkerze sehen, die ein bisschen höher ist. Haben wir nicht, ist ziemlich unsicher. Würde ich im Moment die Finger von lassen, vom MDAX. Der hat vielleicht noch einiges zu verarbeiten. Da sehe ich den SDAX in dem Sinne positiver. Nächste Etage, S&P 500. So. Nochmal hier kurz bereinigen die Sache. Ja, also die Frage könntet ihr euch jetzt schon selber beantworten. Muss ich in diesem Markt unbedingt jetzt auf der Long-Seite tun oder auf der Short-Seite? Wenn ich das sehe, habe ich schon gar keine Lust, also keine Lust mehr in diesen Markt zu gehen. Warum? Wir haben den Widerstand vor uns, den Widerstand, den Widerstand, den Widerstand, den Widerstand. Man sieht im Endeffekt hier einen höheren Widerstand. Also der S&P hat einiges zu bewältigen, was zu einer Kursreaktion führen könnte. Klar kann der auch da durchgehen. Ja, aber es gibt vielleicht, wenn der da durchgeht, dann gehen andere Märkte auch da durch, aber die gehen vielleicht sauberer dadurch, einfacher, wie der SDAX vielleicht oder Werte aus dem SDAX. Ja, oder Nasdaq vielleicht, keine Ahnung. Aber den finde ich schon recht mit Widerstand belegt. Und deshalb scheidet das für mich aus, dass ich mich hier für, dass ich mir einen tieferen Kopf machen muss. Das kann man relativ schnell sehen. Ne? So, was haben wir noch an Werten da drin? Ach so, ganz interessant finde ich zum Beispiel den Russell. Habe ich auch das letzte Webinar oder so, habe ich das erwähnt. Den fand ich zum Beispiel mega. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, was es wirklich bewirkt, wenn man da mal aktiv hinschaut und sich das Timing wirklich mal zurechtlegt. Und das ist wirklich zu sehen. Das ist ja auch nichts Neues. Auch hier die gleiche Situation. Ausbruchshändler abgestraft, Ausbruchshändler abgestraft, Ausbruchshändler abgestraft. Korrekturhändler steigt vielleicht hier ein, hat wenigstens einen Teilgewinn oder Break-Even raus. Ja. Da unten würde ich jetzt nicht in der Korrektur mehr so reingehen, das wäre mir schon zu tief. Aber hier zum Beispiel aus der Korrektur zu kommen, bei so einer Kerze, hätte einem schon einen Gewinn beschert. Ja. So, dann ging das Ding dynamisch ab, also die gleiche Voraussetzung, Dynamik. Jetzt sind wir in der Korrektur. Und wir sind wirklich auf dieser Unterstützung wieder angekommen. Jetzt schaue ich mir das Volumen an. So, bei dem Tief ist es
Bei diesem neuen Tief, was hier in der Korrektur erreicht wurde, ist es etwas erhöht. Das ist nicht besonders viel. Aber danach steigt das Volumen an. Und zwar ja, relativ deutlich am gestrigen Tage. Und wir haben so eine, ja, so ein Mega-Doji, ist ja nicht kein richtig Doji. Aber das könnte dazu führen, dass der Markt wieder nach oben läuft an sein altes Hoch. Und da liegen wir bei 3% und haben dort im Endeffekt dann jetzt wieder bei 211, weil es ist ein ETF in dem Fall, für die kleineren amerikanischen Unternehmen doch noch etwas Potenzial. Vielleicht ziehen die etwas nach, vielleicht haben die Nachholbedarf. Für mich ist es sehr interessant, der Russell 2000 und die Aktien daraus, mir amerikanische Aktien anzuschauen und dann mir die Branche noch rauszusuchen, die da interessant wird. Also haben wir festgelegt, wir nehmen den amerikanischen Markt. Ja. So. Und dabei den Russell 2000, also eher die kleinen. Perfekt. Jetzt muss ich in dem nächsten Schritt gucken, welche Branche tut's denn? Ich habe die schon sortiert und einmal ist es hier Consumer, Discretionary. So. War jetzt auch nicht so verkehrt, hier im Endeffekt diese dynamische Bewegung abzuwarten. Die Korrektur, eventuell hier mit dieser etwas größeren Kerze, was ein bisschen wehtut, einzusteigen oder bei dieser Kerze hier nach den entsprechenden Aktien, die mit Konsum, sag ich mal, Bereich zu tun hat, dort zu screenen. Ja. Jetzt wäre mir das schon wieder ein bisschen zu spät. Ja, wäre erfolgreich gewesen, hätte man das Ding schon auf Break-Even setzen können und sehen, ob der Markt einem noch mehr geht. Potenzial ist da auf jeden Fall da. Einzige, was mich ein bisschen skeptisch stimmt in diesem Fall, ist dieses Down Gap. Und wie man sieht, hat der Markt kurz mal drüber gepiekt und ist dann runtergegangen und hat schon einmal daran reagiert. Ich weiß nicht, ob er das wirklich schafft. Wäre für mich ein Kriterium, wenn ich eine bessere Branche finde, eine Etage tiefer zu gehen. Technologiebereich. Ist so ein bisschen das Abbild der Nasdaq. Ist ja klar, weil in der Nasdaq, im Index, Nasdaq-Index viele Technologiewerte abgebildet sind, logischerweise. Auch nicht so ganz einfach, ne? Hier so ein Down Gap, was noch nie so richtig. Einmal hier kurz eine Reaktion, ein paar Tage später. Und jetzt kommen wir wieder in den Bereich. Also ich glaube, das ist schon eine kleine Hürde. Gibt es vielleicht was anderes, was mehr Potenzial hat? Gleich weiter. Und da sind wir im Bereich, den finde ich mega interessant. Communication. Communication war lange, lange. Und wer die Webinare bei mir verfolgt, der weiß, dass ich den Index schon länger oder die Branchenindex hier ein bisschen länger auf dem Kicker habe. Jetzt hat er sich wirklich sehr, sehr gut getan und hat eine dynamische Bewegung hingelegt und eine Korrektur. Das erkennt jeder. Was erkennt ihr noch? Hier ist eine Kurslücke zwischen der Kerze und der. Ja, die kann man sich einzeichnen oder einfach nur sehen. Und dann sehen wir, okay, da ist das Ding durchgegangen, auch wieder runter und auch drunter gelaufen, steht jetzt im Endeffekt so dagegen. Es kann Folgendes passieren. Entweder der dreht ab nach unten oder aber der geht in das Gap rein und geht wieder Richtung Norden. Das kann ich nicht sagen. Mehr so, wenn, das läuft ja heute noch. Wenn der Kurs hier drin schließt, sind so relativ gute Chancen, dass der Markt weiter nach oben läuft innerhalb dieses größeren Gaps. Geht der Markt letztendlich am Marktende eher darunter, dann scheint das eher zu scheitern. Es ist ein bisschen nicht ganz klar. Aber egal, das ist ja ein festes Szenario und da kann ich sagen, schließt der da drin, dann screene ich nach Kommunikationsaktien, ja, die wahrscheinlich dann auch aus der Korrektur wieder Richtung Norden laufen. Wahrscheinlich nicht so verkehrt. Nächste Abteilung, was haben wir noch? Financial. Auch nicht schlecht gelaufen. Ui. Hat es aber noch nicht geschafft. Da habe ich beim anderen Webinar eingezeichnet, was passiert. Wenn der hier ausbricht, dann wird es interessant. Das hat er gemacht, aber nicht mit der Dynamik. Aber wie gesagt, dann aus der Korrektur kommen und dann versuchen, in diese Richtung zu gehen. Eine richtige Korrektur, eine richtige Dynamik ist noch nicht da. Der hat im Endeffekt hier alles so seitwärts getestet. Da hat im Endeffekt die Dynamik gefehlt. Und eine Korrektur hat auch nicht so richtig stattgefunden. Wir haben eine Seitwärtsbewegung. Ja, also das muss erst noch erfolgen, dass der richtig durchgeht und dann auch so eine Figur hier wieder macht, raus dynamisch und dann zurückkommt. Das haben wir noch nicht. Hier wird noch Gewinne mitgenommen und eingestiegen. Da ist noch keiner bereit, höhere Preise zu akzeptieren.
Okay, nächste Station, Immobilien. Sind ja auch wieder im Kommen. Sieht auch nicht so schlecht aus, aber Communication finde ich da besser, muss ich jetzt schon sagen. Ich habe einen dynamischen Anstieg, auch über diesen SMA 200, diesen entgleitenden Durchschnitt, ne, der auch immer wieder für Widerstand und Unterstützung sorgt. Natürlich nicht auf den Punkt genau, aber an dieser Linie kommt es immer zu Verwerfungen. Und wir sind da drüber gewesen, das ist schon mal gut. Dann haben wir eine Korrektur. Hier wäre so ein Punkt gewesen, wo ich auf jeden Fall nach Aktien gescreent hätte aus dem Immobilienbereich. Es kam aber kein höherer Kurs. Das heißt, auch die meisten Aktien werden keinen höheren Kurs letztendlich gefunden haben. Das heißt, kein Einstieg. Hier sitzt man, hier ist schon man schon wieder drunter und hier auch schon wieder. Das heißt, wir brauchen mal einen Kurs, der etwas drüber schließt und das auch klar macht, hier drüber schließt. Und dann wäre eine Möglichkeit von hier, wenn der Markt heute vielleicht noch nach oben kommt oder in den nächsten 2 Tagen, dann dieses Potenzial zu nutzen. Ja, auch nicht schlecht, der Chart. Aber manchmal muss man halt eben noch 1, 2 Tage warten, bis Klarheit herrscht, was man von einem will. Öl, ja, Öl ist schön, brauchen wir nicht. Energy-Aktien. Energy-Aktien bestehen zum einen Teil natürlich viel aus Ölaktien und Gasaktien. Da wisst ihr selber, dass die Preise schon, Gott sei Dank, langsam und stetig fallen. Das ist natürlich für die Unternehmen schwer, die diese Energieaktien letztendlich, dieses Öl und Sachen, Sparten verkörpern. Es gibt natürlich auch diese Umweltaktien, auch die kommen so ein bisschen in, sage ich mal, in die Bredouille langsam, weil sie auch schon stark gestiegen sind. Das macht den Index im Endeffekt so seitwärts laufend. Wenn ich mir den jetzt so anschaue, dann sage ich ja gut, wir sind weder richtig in der Korrektur, weder, und das erwarte ich eigentlich, wenn ein Markt in der Korrektur gewesen ist, dass er dann halt ziemlich dynamisch anzieht. Das macht er halt nicht. Er geht nach einem Tag Anstieg, geht er gleich wieder 2 Tage runter. Das hängt, wie gesagt, damit zusammen, dass da viele Ölaktien drin sind und die haben den Einfluss der Rohstoffe natürlich extrem damit drin. Also würde ich eher meiden jetzt. Keine klare Situation. Industrie. Tja, wie sieht das aus? Ich sehe da eher einen Seitwärtsmarkt, der wirklich jetzt immer wieder auf Ausbruch sind. Wollen wir Ausbruchtrainer sein? Nö, wollen wir nicht. Also wenn, dann bitte Dynamik, Korrektur und dann rein. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Man braucht eine gewisse Art von Dynamik und dann reinzukommen. Das haben wir jetzt noch nicht. Okay. Materials, da ist unheimlich viel, alles was an Materialien drin, Rohstoffe, andere Formen von Rohstoffen, Gold und so weiter. Gucken wir uns auch noch an, Gold und Silber, was die im Endeffekt so gemacht haben. Ja, auch gelitten. Wir haben Widerstand vor uns, haben wir unheimlich viel Potenzial hier. Nein, sicherlich sind wir in einer Korrektur, das ist auch cool, haben aber auch nicht so die Dynamik. Ist nicht so sauber der Markt, würde ich die Finger jetzt im Moment von lassen. Sieht man ja auch schon, weil ja in der Liste der Markt ja schon ziemlich weit im unteren Drittel steht und ich mich im Endeffekt darum später gar nicht mehr kümmere. Also das gucke ich mir nicht immer an. Ja, ich gucke mir eigentlich nur die oberen Branchen an und da habe ich ja schon Signale in dem Fall und das interessiert mich ja dann nur. Aber das mache ich jetzt nur zum Lehrzweck. Gucken wir nochmal auf dem Dow, mal sehen, wie der aussieht. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Da sind wir Ausbruchstrader. Da brauchen wir gar nichts machen. Da brauchen wir erstmal jemanden, der dann Vorleistung geht. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch Gold. Genau, ist ein ETF. Gold war lange, lange Zeit sehr, sehr gut. Wer die Webinare verfolgt hat, der weiß das auch. Auch in meiner Gruppe, in meinem Blog habe ich das geschrieben. Das ist, hat sich ein bisschen geändert, seitdem wir dieses Gap, Down Gap haben. Der Markt geht hier runter, geht dann wieder an die untere Grenze vom Gap ran, geht runter. Das ist auf jeden Fall eine größere Hürde. Und ich würde im Moment, wenn ich jetzt Goldpositionen hätte, die behalten eventuell, aber ich würde auf keinen Fall jetzt neu einsteigen und warten. Oder ich hätte sie schon längst verkauft. Ja, also im Moment von der Seite dran zu stehen, sehe ich hier erstmal kein Kaufsignal auf der Long-Seite. Ja, dafür bedarf es eines massiven Ausverkaufssignals und das habe ich hier nicht erhalten. Das wurde auch nicht bestätigt, obwohl ich hier so ein tierisches hohes Volumen habe. Gibt es ja auch ein Setup bei mir.
was ich benutze, aber das sehe ich hier im Moment noch nicht und hat auch nicht gehalten. Und da wissen wir nicht, wo es hinführt. Und auf dem Weg nach oben wird dann dieses Gap auf jeden Fall für Kurskapriolen sorgen. Brauchen wir also nicht. Consumer Stables. Ja, also Konsumbranche hakt natürlich wegen der Inflation. Die Leute haben einfach weniger Geld in der Tasche. Und das zeigt sich auch in dem Index. Könnte interessant werden, ist aber noch nicht so weit, wenn der Folgendes macht. Ja, er hat jetzt ziemlich viel Unterstützungsniveaus. Ja, das ist schön. Das könnte dafür sorgen, dass der Markt vielleicht wieder hochgeht, wieder runtergeht und dann vielleicht dynamisch kommt und dann korrigiert. Dann hätten wir wieder eine Möglichkeit einzusteigen. Also von daher, Konsumerwerte interessieren mich nicht. Gesundheit. Ja, war auch ein Highflyer. Hier war es Gesundheit auf jeden Fall ein Outperformer. Ab dem Zeitpunkt braucht man jetzt keine Gesundheitswerte mehr zu haben. Die korrigieren und zwar ganz krass auch im Chart. Also hier sieht man ja auch, dass hier wirklich Verwerfungen sind. Wenn hier ein Chart an einem Tag runtergeht und am nächsten zwei Tage wieder rauf, dann geht er wieder runter, aber bewegt sich kaum. Ja? Also wenn man das so sieht. Also von daher, da ist im Moment gar nichts zu holen. Utilities war ja auch mal ein Highflyer. Und zwar zu dieser Zeit, muss ich jetzt mal rausnehmen. So, auch hier sehen wir nichts auf der Long-Seite. Wir sind unter dem 200er und im Short-Bereich, ja, kann man das machen. Aber ich rede jetzt hier überwiegend vom Long-Bereich. Abschließend das Silber, dann sind wir mit den Branchen fertig. Dann schauen wir mal, ob wir eine Aktie finden. Silber hat genau das Gleiche gemacht, ewig auf der Seitwärtsphase. Und wer im Silber versucht hat, hier Ausbrüche zu handeln, der hat ja nur auf die Nase bekommen. Vielleicht auf der Short-Seite auch hier diese Peaks. Irgendwann erfolgt es dann, aber man weiß nie, wann der Ausbruch erfolgt. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, erstmal vorbei mit dem Silber. Vielleicht kommt da mal wieder was auf der Long-Seite, aber im Moment sehe ich das nicht so. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal in den Bereich, wo ich mir das anschaue, welches Hilfsmittel ich im Endeffekt benutze. Das ist der Trade Scanner. Das ist ein Tool, das habe ich mit dem Markus Runo zusammen entwickelt. Eigentlich nur, damit das, was ihr eben im Magina Trader gesehen habt, schneller abläuft und auf das konzentriert, um Aktien zu finden nach diesem System. Also hier habe ich zum Beispiel das Marktmodell, was im Endeffekt die Chart, die Indizesbetrachtung ist. Das heißt, ich kann relativ schnell sehen, okay, die Nasdaq ist ganz weit vorne, weil es ist oben. Dann sehe ich, der SDAX ist auf Platz 2 und Russell, ja, okay, im Mittelfeld ist auch okay. Also ich kann mir relativ schnell einen Überblick verschaffen, welcher Index steht oben. Ja, das ist so ein sogenannter Outperformer, der ist besser als der andere Index. Das ist ja das, was wir machen, wenn wir Indizes vergleichen. Und in der senkrechten Achse kann ich halt sehen, ob der schon stark gelaufen ist. Wir sehen, die Kugeln hier sind alle relativ weit oben. Das heißt, sie sind aus der Korrektur schon ein bisschen rausgelaufen, was nicht so gut ist. Wenn die Korrektur normal verläuft, in Anführungsstrichen, dann sind die meistens unterhalb dieser grünen Linie in diesem Feld. Ja, und man sieht, die Kugeln sind hier in diesem Trend-Long-Bereich. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt short gehen. Also es sind halt ein paar Dinge, die dem Anfänger auf jeden Fall schon mal helfen, jetzt nicht völlig auf der falschen Seite zu stehen. Und wenn die halt zu stark gestiegen sind, dann kann man im Endeffekt gar nicht mehr intensiver danach suchen, weil die sind schon raus aus diesem Trend-Long-Bereichsfeld und kommen dann schon in den Counter-Trend-Bereich, wo dann im Endeffekt sagt, rote Lampe an, jetzt bitte nicht mehr aufsteigen. Wir könnten in den nächsten Tagen eine Korrektur bekommen. Ja. Ich weiß es nicht, aber das Risiko ist dann einfach zu hoch für einen Einstieg und das bedarf eines anderen Managements dann, also für die Strategie dann nicht. Genauso ist es auf der Short-Seite, da sind wir halt weit entfernt. Wir haben keine Short-Sachen im Moment, die wir handeln sollten. Und wir sehen aber auch, der MDAX ist abgefallen, nicht mehr in einer Trend-Long-Situation. Von daher erstmal Finger weg davon. Für mich ist es entscheidend zu wissen, okay, wir haben hier auch eine erhöhte Volatilität. Das bedeutet orange, ja, die Kugeln sind orange und grün oder ganz rot. Und vorher waren sie überwiegend grün. Wenn ich jetzt mal zurückgehe hier mit diesem Retrograd-Pfeil hier, kann ich die einzelnen Tage zurückgehen. Und dann sieht man, die sind grün. Irgendwann war alles gut. Alle waren im Long-Bereich. Man sieht, oh, hier extrem hoch, wie sie gestiegen sind aus diesem Bereich da oben nicht mehr einsteigen und dann irgendwann fallen sie wieder Tage später und werden orange. Und die orange bedeutet, ja, eine gefährliche Volatilität.
die dazu ist, umzuschwenken im Bereich. Und wenn sie rot wird, ist das begünstigend für fallende Kurse. Ja, und das kann ich mit dem Tool relativ gut erkennen schon mal. Das wird noch verbessert, aber uns ist halt wichtig zu zeigen, welche Strategie passt in die Marktphase. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass man das auch transparent sehen kann. Und da sind wir gerade noch bei, das Tool noch zu verbessern. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreich, um das schnell zu erkennen. Also, wir hatten festgestellt, amerikanischer Bereich ist schön. Also, wenn wir im amerikanischen Sektor mal angucken, jetzt kann ich da draufklicken, dann habe ich das gleiche Tool. Warum habe ich hier reingeklickt? Jetzt habe ich da einen Fehler drin. Sehr lustig. Kurz mal neu laden, dann ist es weg. So, schauen wir den amerikanischen Sektorbereich. Da sehe ich auch, okay, Kugeln sind alle grün. Der Sektor ist eher gemächlich unterwegs. Beim Index droht ein bisschen Gefahr. Haben wir auch so im Chart gesehen. Und wir sehen, Communication ist hier oben. Ja, und wenn ich hier drüber gehe, dann sehe ich, wo die Kugel steht, da unten. Und leider ist die etwas zu tief, um dann zu sagen, hey, können wir nicht da unten letzten Long Trade raussuchen? Klar können wir das machen, aber für das Tool, was wir noch verbessern, klicke ich dann da drauf und habe dann hier verschiedene Strategien. Jetzt nicht wundern, was das hier ist. Das ist für Optionshändler sehr interessant. Das können Umzüge auch nutzen. Aber normalerweise habe ich hier meine Strategie da drin, Perlentaucher Trend Long zum Beispiel. Also die passende Strategie zu dem passenden Tool, also jetzt Consumer zum Beispiel. Würden wir ja nicht nehmen, weil im Chart festgestellt ist doof und hier auch nicht. Aber um das jetzt zu zeigen, klicke ich jetzt zum Beispiel mal hier drauf, dann werden wir weitergeleitet und haben hier sofort eingestellt im Scanner Consumer zyklisch. Ja, dann klicke ich da drauf und dann gucken, ob wir ein Ergebnis bekommen. Ja, und dann sind hier alles Werte, die dem Sektor konsumerzyklisch zugeordnet sind und die sind jetzt gerankt. Das heißt Rang 97 bis 0. Und mich fragen immer die Leute, na, wenn ich so viele Vorschläge habe, wie gehe ich denn da vor? Naja, das ist halt relativ einfach und zwar Rang 97 bedeutet, die ist der höchste Rang im Vergleich zur Performance, die die Branche hat und der Index hat, der Vergleichsindex. Da performt die Aktie einfach auf Rang 97 und 100 ist der beste. Deswegen könnte ich mir das zuerst anschauen. Ja, wenn ich da draufklicke, kriege ich halt so einen Chart. So müsste ich ja immer in jeder Chartsoftware irgendwie gucken, was ich mache. So kann ich das mit einer Tabelle relativ abarbeiten. Was auch interessant ist für mich, ist zum Beispiel, was hat denn das Unternehmen für eine Marktkapitalisierung? Steht hier eine kleinere Zahl, dann ist das relativ klein, das Unternehmen. Es könnte halt auch kein vernünftiger Chart sein zum Beispiel. Aber hier sehe ich zum Beispiel Carnivals, die haben ja schon 13.067 viel höher kapitalisiert. Was haben wir hier noch? Pulte Group 1189. So, Rang 83. Was haben wir noch für eine Info? Preis, Währung, Dividendenrendite. Wer das braucht, hier Carnival 9,68. Ist ja auch nicht schlecht. Als Information, die da ist, für meine Strategie spielt sie nicht so eine Rolle. Aber schadet ja nichts, wenn man auch mal einen Einblick auf die Dividenden letztendlich bekommt. Correction Days, was ist das? Das bedeutet im Endeffekt, wie lange hat die Aktie korrigiert nach einem gewissen Algorithmus? Also nicht, wie viele Tage sie nur Abwärtskerzen hat oder so. Das ist ein anderer Algorithmus. Aber dann kann ich halt erkennen, okay, die Aktie hat noch nicht so lange korrigiert und die Pulte Group hat 7 Tage korrigiert. Schauen wir mal drauf. Klicke ich drauf, kriege ich hier so einen Chart. Und dann kriege ich hier auch sämtliche retrograden Signale. Ja, nicht alle Signale waren Treffer. Manche hat auch keinen Trade gebracht. Der war ein Treffer. Der war so ein Plus-Minus-Null-Ding. Und die Situation, die ich vorhin im Chart beschrieben habe, nach der ich suche, ist folgende. Eine dynamische Bewegung, eine Korrektur und ein Einstieg. Wir haben hier schon, muss eigentlich noch ein bisschen weitergehen. Ein Einstiegssignal war vorgestern und heute. Heute wären wir nicht gefüllt worden. Gestern wären wir im Endeffekt im Gewinn gewesen und hätten unser Target noch nicht erreicht, denn es liegt da oben. Ja. Haben wir auch noch einen Aufwärtsgap, was als Support dient. Diese gleichen Vorgehensweisen haben wir letztendlich. So. Und da wir mal gucken wollten, was macht jetzt die Branche? Communications, kann ich das auch manuell anschieben? Ja, wenn das Marktmodell da nicht reinpasst in der Branche, weil da fehlt ein Zentimeter, da werden wir noch nachsteuern. Kann ich auch Trend Long, das wäre es ja gewesen in der Kommunikationsbranche, kann ich das auch hier manuell anschieben und kann sagen, ich weiß, dass der Kommunikationssektor im Schaf ganz gut aussieht. Da, Communication Services.
bin auf Suchen gegangen, kann nochmal nachsuchen, habe diese paar Aktien als Ergebnis bekommen. Wer jetzt hier keinen Rang anbezeichnet bekommt, der muss einfach hier diese Tage zurück einfach nach links schieben und dann gibt es den aktuellen Rang. Und da sehe ich hier die OMC, die Omnicom auf 67. Schauen wir uns die mal an, wegen der Marktkapitalisierung ist ja viel höher als 16. Das ist ein Minimumunternehmen, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Gucken wir bei der OMC mal. Da sehen wir, da waren ja die Einstiegssignale, die das System ausgegeben hat, jetzt nicht so verkehrt. Jetzt haben wir wieder eins und dann auch das muss ich mir wieder anschauen, ob die Situation dem so entspricht. Auffällig ist zum Beispiel, und das kann das System nicht abgreifen, dass hier zum Beispiel ein hohes Volumen war, was am Hoch war. Und dann ist der Markt wieder zurückgekommen. Ja, das sind auch Situationen, auf die ihr mal achten müsst, weil da könnten ja noch oben Verkaufsorders liegen. Ja, das, wenn da ein größerer Unternehmer ist, der sagt, bei 95 verkaufe ich hier die OMC, da habe ich 5 Millionen Stück drin und die müssen alle raus. Ja, dann kommt der Kurs wieder dahin. Und dann werden die wieder verkauft und der Kurs dreht wieder. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Liegt allerdings am Target, aber wir haben nur ein CAV von 0,75. Wäre mir jetzt ein bisschen zu wenig. Schaue ich mir lieber noch eine andere Aktie an. Was ist hier mit der NYT? Auch hier haben wir eine dynamische Bewegung. Das Gap bietet Support, dieses Aufwärtsgap. Das ist auch nicht immer vorhanden, das Gap. Das kann sein. Und wir haben das erhöhte Volumen. Seht ihr hier? Unterhalb dieser Kerze und dieser gelbe Strich hier drin deutete mal an, wo das Volumen erhöht war, in welchem Bereich. Ja, das gibt euch so ein bisschen Support. Und die gelbe Linie ist unterhalb des Einstiegskurses. Wenn das, wenn der gestern, also heute für die heutige Sitzung, wäre das Signal gekommen. Ist ja nicht die aktuelle Kerze, sondern von gestern. Und dann hätten wir ein CAV von 1,31, hier einen Teilverkauf und dann wird es eventuell weitergehen. Das wäre für mich eine Sache, die ich halt relativ gut finden würde, in so einem Trade. Der macht in dem Sinne dann für mich Sinn. Ja. Also von der Branche, Communication zeige ich euch nochmal. Das war die Branche, wo wir dieses Szenario vorgefunden haben. Er läuft schon rein, er steigt ein bisschen an. Gestern gab es schon ein Signal in der dem Trade Scanner und diese Umkehrkerze war gestern, also wäre das schon mal ein guter Einfang gewesen. Das ist so die Reihenfolge, die ich letztendlich wie ich vorgehe. Und essentiell ist wirklich, sich die Indizes anzuschauen und halt nicht oben drauf zu springen. Bitte handelt keine Ausbrüche, außer ihr habt dann ein System, was sofort funktioniert. Wer oben Ausbrüche handelt, ist Kanonenfutter, sage ich immer. Der muss das wirklich sehr, sehr gut können. Ich kann es nicht so gut Ausbrüche handeln. Ich handle lieber aus der Korrektur. Auch wenn sie dann mal nicht zu Ende ist und weitergeht und mich vielleicht ausstoppt. Aber von der Masse der Anzahl von Signalen, die wir mittlerweile gehandelt haben, kann ich einfach sagen, das ist das Performanteste und das Reellste, was man im Endeffekt machen kann, weil man sich nicht vom Markt abhängig macht, extrem, wenn oben viele Volumen vorhanden ist und dann verkauft wird, dann muss ich im Endeffekt immer warten, bis wieder neues Volumen entsteht und unten ist es wesentlich sicherer, dass Leute, die halt den Aufwärtstrend versäumt haben, dann auch mal reingehen. Ja. So, wenn ihr noch Fragen habt, gerne reinschreiben. Wer, das schicke ich nochmal mit, in, noch nicht bei FX Flat ist und vielleicht ein Konto eröffnen möchte bei FX Flat, der kann, wenn er mag, dauerhaft sich 10% letztendlich sichern, beim Trade Scanner Ferntaucher Abo, wer das gerne möchte, das ist jetzt nur ein Hinweis, das ist keine Pflicht logischerweise, schicke ich gerne mal rum beim Chat. Der muss sich darüber anmelden, ein Konto eröffnen und der kriegt dann halt dauerhaft diese 10%. Das so als kleine Werbeeinheit. Ansonsten auf meiner Homepage, wer diese Strategie sich vertiefen will, der kriegt da sehr viel Information wirklich kostenlos. Warum schreibt der jetzt so ordentlich groß? Jetzt. So. Schaut mal darauf. Zack. Perfekt. Zum einen könnt ihr hier die Strategie nochmal nachlesen. Ausführlich.
Das ist wirklich alles erklärt. Ich habe da auch beim VTRD einen Artikel geschrieben. Hier gibt es nochmal ein Webinar zur Einführung zu diesen ganzen Elementen. Dauert ein bisschen länger. Und wir haben hier einen Videokurs, Trading-Videokurs. Wer dann draufklickt, kommt auf die andere Seite. Und dann gibt es hier 10 Videos, wo ich im Endeffekt das erkläre, was in dieser Strategie eine Rolle spielt, was euch mit Sicherheit auch bei anderen Trading-Ansätzen jetzt nicht unbedingt schadet, das zu wissen, weil es in der Gesamtheit in dieser Strategie eingebunden ist. Das bedeutet viele Elemente, die nichts miteinander zu tun haben, also kein Indikatoren-Bashing hier, sondern unabhängig voneinander auftretende Elemente im Chart, die dann kumulativ zu einem Zeitpunkt passieren und dadurch die Wertigkeit erhöhen. Und vor allen Dingen, ihr schärft eure Blicke darauf, die Situation im Chart immer wieder zu finden und die Möglichkeit einer Umkehr für euch in die vorhergehende dynamische Richtung zu nutzen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann könnt ihr auch natürlich meinen YouTube-Kanal abonnieren, wo in Zukunft 5 Minuten bis 10 Minuten Videos erscheinen werden, wenn etwas im Markt passiert. Wenn ich eine Branche finde, wo ich sage, hey, könnte interessant sein. Meine Idee, aber vielleicht, um das nochmal nachzuvollziehen, ob ihr auch richtig aufgepasst habt. Okay, ich bedanke mich für die rege Teilnahme und wir sehen uns wieder im März. Dann wird hier auf jeden Fall schon ein bisschen wärmer sein. Wir bewegen uns dann schon in den Bereich des Frühlings. Und tut mir einen Gefallen, passt auf euer Geld auf und bleibt mir gewogen. Und ich freue mich, euch beim nächsten Webinar wieder dabei zu haben. Ciao. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ich freue mich auch auf den nächsten Termin. Du hast alles gesagt. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich bei uns online und bei Carsten sowieso. Und ja, viel Erfolg noch diese Woche. Einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.